Hi, ich bin Guido und ich zeige euch jetzt den letzten Schritt prüfen und ausgeben. In diesem Fall ist unser Design schon komplett abgeschlossen. Die Software errechnet uns die einzelnen Ausgabedateien. Und wir können jetzt hier nochmal prüfen, stimmt alles? Habe ich vielleicht was vergessen? Muss ich was wiederholen? Wir sehen jetzt hier dementsprechend das berechnete Modell. Wenn wir da mal reingucken von unten, sehen wir hier, dass es ein hohles Modell ist mit einer warmförmigen Struktur innen drin. Die erleichtert uns das Drucken. Wir sparen einmal Material, weil es hohl ist. Und durch die Waben dementsprechend benötigen wir keine Supportstruktur. Kann man hier nochmal das Modell drehen, rotieren. Unsere Gravur ist da. Unsere herausnehmbaren Stümpfe sind da. Wir sehen hier die einzelnen Kontrollfenster. Wir haben auch hier unsere designte Gingiva mit dabei. Wenn dann alles zu unserer Zufriedenheit ist, können wir auf den Button beauftragen klicken. Wollen wir noch mal was ändern, könnt ihr einfach wild in dem Programm hin und her springen zu dem Punkt, den ihr gerade benötigt. Wollt ihr den Stumpf nochmal anpassen, geht im Bereich Stümpfe. Wollt ihr das Attachments nochmal anpassen, weil wir jetzt hier vorne im Bereich das Kontrollfenster mit da drin haben, geht ihr direkt in den Bereich rein. Oder ihr wollt die Daten speichern, dann könnt ihr auf den Beauftragen-Button gehen und alles das, alle Dateien, die mit Ausgabe davor stehen, sind dementsprechend unsere designten Objekte und die könnt ihr jetzt abspeichern.